Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Degusta-Box eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mir zusammen zu erfahren, was sich im August hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox und das ist herrlich, denn ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe richtig Bock drauf. Da sind jeden Monat 10 bis 15 Lebensmittel mit drin, sage ich jetzt mal. Also sowohl was zu essen als auch was zu trinken. Sie kostet 15,99 € im Abo. Ich habe auch einen Code, den blende ich dir mal ein. Das ist so ein kryptischer Code. Damit kannst du, ich glaube 6 € müssten das sein, sparen, sodass du nur noch 9,99 € für die erste Box bezahlst. Und was auch richtig geil ist, ich darf in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, ich bin ein bisschen aus der Puste, denn ich war eben tatsächlich mit meiner Mama und mit Sammy spazieren. Ich bin ein bisschen, ja, geschafft. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Und ich würde aber jetzt echt mal sagen, wir gucken hier rein, weil ganz ehrlich, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss mich jetzt mal wieder ein bisschen regenerieren. Und wenn wir die Box aufmachen, haben wir so Butterbrotspapier und ein Klebi. Und auf dem Klebi steht, dass man das teilen soll, aber irgendwie... weiß ich nicht. Öffnen, freuen, genießen und teilen. Also das mit dem Teilen, ihr kennt das von mir. Manchmal, die Produkte verlassen hier nicht lebend den Raum. Die landen alle in meinem Bauch. Oh ja, dann habe ich hier nochmal weitere Flyer drin. Ich halte das nicht nochmal hoch, ne? Meine Arme sind schon lahm von hier bis nach Meppen. Und zuallererst haben wir einen Flyer drin. Das habe ich eben auch gesehen, als ich auf der Homepage geschaut habe. Die Degusta-Box Cold ist immer noch verfügbar. Schaut gerne mal vorbei. Die wird im Herbst versendet. Die kostet mit dem Code COLDBOX212 15,99 € anstatt von 17,99 €. Ne? Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke euch hier oben auch mal im Video zu der letzten. Dann haben wir hier noch ein Flyer, wo die ganzen geilen Produkte aufgeführt sind und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Mache das Beste aus dem Sommer. Bereite deine bunte Spätsommer-Snackplatte zu, indem du die Zutaten auswählst, die du nicht missen magst. Teile deine Kreation in deiner Instagram-Story und gewinne bei unserem Hashtag Sommersnackplatte-Gewinnspiel. 3 Gewinner erhalten je 300 Punkte. Ne, das steht hier hinten so drauf, da hat man manchmal so ein bisschen Informationen. Ja, ich will wissen, was es hier gibt. Also, hier habe ich ein bisschen was so zum Frühstück, zum Snacken zwischendurch. Und zwar von Vasa. Tasty Bites, Poppy Seeds, Sour Duff and Sea Salt. Also es ist im Prinzip Sauerteig, Poppy gesaaten und Seesalz. Okay, das sieht sehr lecker aus, ne? Oh, 50 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist dann wirklich ein sehr würziges Knäckebrot, ne? Wir haben gerade Burger bestellt, ne? Komm. Einmal abbeißen darf ich. Da wird mir keiner den Kopf abreißen. Ach komm, einmal abbeißen. Die kann ich auch so essen. Schaut euch das mal an. Das kleine winzige Ding. Hm? Da ist man doch... weiß ich nicht. Man kann so nicht Nein sagen. Hm. Sehr krass. Die Chiasamen werden einem lange erhalten bleiben im Mund. Hm. Aber ich glaube, das ist ganz lecker. Hm. Ja, gesund. Gott sei Dank ist nicht alles so gesund hier drin. Zum Beispiel die hier. Von Trolli. The Squiggles. Okay, natürliche Farben und Aromen mit Special Guest. Okay, da ist irgendein spezieller Gast mit drin. Irgendeine Biene. Keine Ahnung, Leute. Ich kenne von Trolli noch damals diese kleinen Mini-Burger. Da war ich immer ziemlich scharf drauf. Ich glaube, meine Eltern fanden das nicht ganz so gesund, was es von Trolli gab. Wir waren eher so die... Fraktion Haribo und weniger Trolli. Ich weiß gar nicht warum. Trolli hat so geile Sachen. Naja, vielleicht ist es nicht so mega krass gesund gewesen. Ich weiß es nicht, bei Haribo aber auch nicht. Ne? Aber gut. Sehr schön, dass ich hier eine Schere habe. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so der Ultra-Fan von Weingummis. Aber jetzt habe ich da einen Kiasamen quer sitzen. Aber dann kann man sich das mal gönnen. So, das hier ist, glaube ich, der Special Guest. Denn das ist so ein riesengroßer Schmetterling. Das sieht schon ziemlich cool aus, ne? Aber die riechen halt sehr künstlich. Sehr künstlich. Die schmecken nach Trolli. Weingummis, ne? Nichts Besonderes. Ja, kann man mal machen. Mhm. 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 Mhm.
Hier haben wir was mit drin. Bin ich nicht so ultra Fan von. Das habe ich schon mal gesagt. Und zwar haben wir zweimal Knorrfixe hier mit dabei. Ich erwähne immer wieder, dass ich das ganz gerne mag, dass wenn wir dann so zum Beispiel Milchreis, wo du nur eben kurz das Ding irgendwie in eine Mikrowelle packen musst oder nur heißes Wasser oder heiße Milch zu geben musst, ne, dass man das so nehmen kann, finde ich immer ziemlich cool. Aber wenn wir hier so ein Knorrfix-Gedöns mit Lasagne haben, wo du dir noch irgendwie die anderen 5 Milliarden Sachen dazu kaufen musst, finde ich das immer blöd. Auch wenn ich das ganz gerne eigentlich mag, ne? Also ich weiß, mein Freund ist voll der Fan von Lasagne. Und bevor ich meinen Freund hatte, ich meine, gut, wir sind ja auch schon über 15 Jahre zusammen, aber bevor ich meinen Freund hatte, haben wir zu Hause nie Lasagne gegessen. Das war halt auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Und irgendwie bringe ich mit meinem Freund auch immer Lasagne in Verbindung, genauso wie Spaghetti Bolognese. Aber, brauche ich jetzt nicht in der Foodbox. Da möchte ich direkt naschen können. Und hier haben wir etwas drin, das ist halt auch schon wieder, also das, ja gut. Irgendwie sind das Herzensgerichte für mich. Denn Tagliatelle mit Lachs haben mein Freund und ich auch damals öfters gemacht, als wir gerade frisch zusammengezogen sind, ne? Muss ich auch gestehen. Ja gut, komm, unter dem Aspekt finde ich das schon irgendwie ganz süß. Aber ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht, dass jeder, der diese Box im Abo hat, die gleichen Hintergrundgeschichten hat wie ich. Ne? Deswegen, also bin ich nicht unbedingt Fan von sowas in der Box mit drin zu haben, in der Foodbox. Wenn es dabei ist, ist es dabei, ist es okay. Man macht es dann halt auch irgendwann mal, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich tierisch drauf abfahre. So. Okay, dann habe ich hier was Geiles drin von Centis. Bellmandel. 4x Waffelriegel sind hier drin. Oh mein Gott, mit weißer Schokolade überzogen. Das ist voll mein Ding. Oh mein Gott. Das ist etwas, das werde ich mir jetzt nehmen, vornehmen, einmal vorher abbeißen und es dann wieder zurücklegen. Und nachdem ich dann meinen eben bestellten Burger gegessen habe, werde ich das dann irgendwann am Abend weiter essen. Weil wenn ich mir das jetzt gönne, dann mag ich meinen Burger nicht mehr. Ist schon geil, ne? Also 4 Stück von diesen Teilen damit drin. Oh, ich liebe so vieles, was mit weißer Schokolade überzogen ist, ne? Überziehe irgendwie, keine Ahnung, Rosenkohl mit weißer Schokolade und Claudi sagt, yay! Keine Ahnung. Oh. Hm. Mm. Oh, das ist wirklich lecker. Kann man nicht anders sagen. Ich würde gerne weiter essen. Hm. Mm. Das sieht echt lecker aus. Boah. Extrem süß. Aber voll geil. Ich weiß gar nicht, was da für eine Füllung drin ist. Mmh. Waffeln, Mandelcreme, Karamell, bestreut mit 10% Mandelstücken, umhüllt von weißer Schokolade. Warum sieht man sowas im Supermarkt nicht? Ne? Da läufst du so einfach dran vorbei. Ich meine, hier steht auch noch neu drauf. Ne? Das heißt, es ist auch noch ein neues Produkt. Wäre mir so nicht aufgefallen. Boah. Das ist voll geil. Hätte man das auch, ja, es hätte auch alternativ sein können, dass man das als Nusspli gehabt hätte und dann halt mit Schoko, normale Schoko-Überzug-Geschichte. Tatsache, ich glaube, unser Burger ist schon da. Der Burger war lecker, Sammy hat auch ein bisschen was zu essen bekommen, ein kleines Naschi. Weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich dann die nächsten Sachen und das meinte ich, guck mal, wenn du hier einfach so ein Gedönsen drin hast, wo du einfach nur das in die Mikrowelle packen musst und zack, hast du ein kurzes Mittagessen oder eine schöne Beilage, das ist von Tasty Bite Basmati Curry Reis mit natürlichen Zutaten und vegetarisch. Das finde ich praktisch, das ist so eine, ja, Einmal-Anwendung, nein, eine Portion, sage ich mal, ne? Das nehme ich mit zur Arbeit, ist auch immer relativ lange haltbar. Wo ist denn das MAD? Sehe ich gerade nicht. Irgendwo. Genau. Und dann kann ich das auch einfach dort liegen haben, wenn ich einfach keinen Bock hatte zu kochen. Wie zum Beispiel heute haben wir vergessen, für morgen und übermorgen zu kochen. Dann gibt es morgen auf Arbeit Basmati Curry Reis. Läuft. Richtig gut. Und hier steht perfekt in 2 Minuten. Das ist auch total praktisch. Und von diesem Tasty Bite Gedönsen hatten wir auch schon öfters mal mit dabei. Das finde ich richtig klasse. So. Jetzt haben wir noch ganz schön viel zu trinken hier drin, wenn ich das richtig sehe. Aber vorher nehme ich noch ein Nahrungsmittel hier mal raus. Und zwar ist es ein Brot. Und zwar von Harry Vital Plus Dinkel Vollkorn. Das ist so praktisch, Leute, ne? So kleine Brotscheiben finde ich super. Und sowas esse ich mir gerne, wenn das halt so ein richtig Vollkornbrot ist, ne? Boah, mit Marmelade und so. Und das ist so lecker. Wenn ich das richtig sehe, hat es keine Krusten. Das finde ich witzig. Man hat ja damals immer gesagt, dass man die Krusten mitessen soll, damit man flöten kann.
Ja, also ich muss sagen, ich habe damals immer gerne Krusten gegessen, glaube ich. Müsste ich meine Mama mal fragen, was sie dazu sagt, aber ich würde es einfach mal behaupten, dass ich die einfach auch mitgegessen habe. Also mir musste die jetzt nicht unbedingt abgeschnitten werden. Deswegen würde ich sie hier fast schon vermissen. Also ich habe noch nie gesehen, dass man fertiges Brot ohne Kruste kaufen kann. Finde ich witzig. Aber gut, ja, wird sicherlich gut schmecken. Das sollte ich jetzt bald essen. Was ist denn heute? 10.8.? 18.8.? Ja, das hast du ja ruckizuck mal gegessen, ne? Finde ich aber ganz schön. Auch das kommt zur Arbeit morgen mit. Dann habe ich schon mal Frühstück. Super. So, dann habe ich hier noch was drin. Das könnte man auch gut zum Frühstück essen. Von Three Bears Porridge. Genau richtig. Fruchtige Kokosnuss. Okay, vielleicht nicht ganz. Ja, wobei als Essen mag ich Kokos wohl. Ne? Das kann man wohl essen. Machst du dir dann einfach mit warmer Milch oder warmem Wasser, wie man halt so möchte. Genau. Ja, unterrühren, aufkochen auf dem Herd. Nee, Mikrowelle auf mittlerer Stufe für 2 bis 3 Minuten erhitzen, einfach mit der Milch drin oder mit dem Wasser, je nachdem, wie man das gerne möchte. Finde ich aber cool. Doch, das kann man wohl machen. Das ist schön. Auch einfach so eine Portion mit dabei. Auch das ein perfektes Arbeitsessen, Leute. So, jetzt habe ich hier tatsächlich nur noch Getränke. Das damals einst gab es sowas auch in meinem Tante-Emma-Laden bei uns, ne? Habe ich mir nie geholt, weil ich immer dachte, oh, das sieht einfach aus wie super süß. Und da bin ich jetzt einfach mal sehr gespannt. Das ist Dreh und Trink mit Kirsche. Und Sammy schnüffelt hier und möchte noch gerne ein paar mehr Leckerlis haben. Aber nein, Frauchen möchte jetzt was trinken, Sammy. Ist das schlimm? Nein, du kommst damit klar, ne? Das ist auch interessant. Guckt euch mal diese Öffnung an. Das sieht ja aber witzig aus, ne? Prost. Junger Mann, haben Sie gerade etwa geröpst? Das darf man nicht. Ich finde es ein bisschen unpraktisch. Also sehr süß, sehr, sehr süß und sehr, sehr nach, also nicht ganz so meine Wellen, ne? Nach Plastik schmecken, weil das ist einfach nicht ganz so meins, aber kann man wohl machen, aber ich würde es mir definitiv nicht kaufen, muss ich gestehen. Das ist nicht so meins, aber es wird halt getrunken. Ich mache mir das aber lieber in ein Glas. Übrigens, ne, Claudi YouTube bei Waterdrop. 5 Euro Rabatt ab 25 Euro Bestellwert. Ihr wisst Bescheid. Kommt jetzt einfach hier in ein Glas. Das kann ich einfach besser trinken, als wenn ich hier an so einer Plastikflasche rumnuckel. Das ist ja auch irgendwie nicht so das geilste Trinkerlebnis, ne? Trotzdem, es schmeckt. Okay. Na gut, dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir ein bisschen Stoff drin. Okay, es wurde ja auch irgendwie von Sommerparty und so weiter geredet, ne? Das kann man sich dann gönnen von Bitburger Apfelcider. Cola-Cider-Mix. Das ist mit 4,3% Alkohol. Werde ich mir dann mal Richtung Wochenende mal gönnen, aber das muss definitiv gekühlt werden. Ist jetzt in so einer fancy Dose mit drin. Also das sieht schon edel aus, muss ich sagen. Ne? Also so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, wie nennt man denn diese Kunst? Diese Scratch-Kunst. Wenn du irgendwie, hat man doch damals in der Schule gemacht. Da hat man sich, irgendein Bild hast du gemalt mit Wachsmalfarben. Dann hast du da irgendwie was Schwarzes drüber gemacht. Ich glaube, schwarze Wachsmalfarbe. Und dann konntest du so kratzen mit so Sachen. Und dann konnte man da so Kunstwerke draus machen. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen sieht das danach aus. Finde ich ganz schön. Und ja, ne? Werde ich mir dann mal irgendwann gönnen. Hergestellt. Na, woher kommt die Musik, Leute, ne? Mhm, jemand sitzt neben mir, ihr wisst Bescheid. Hergestellt mit Cider. Und dieser jemand beömmelt sich gerade. Mhm. Der Kälterei Heil im Taunus durch die Bitburger Privatbrauerei. Okay, na guck. Ja, das werde ich mir dann mal gönnen. Ah, herrlich. Okay. Ja, merkt das schon. Als nächstes habe ich hier von Münsterland I am your oat Haferdrink mit Vanille. Oh, das finde ich lecker. Warte. Ja gut, dann hatte ich hier vorher Kirsche drin, mache ich mir jetzt sowas rein, ist okay. Ohne Nüsse, ohne Ei, ohne Milch, das ist dieses hier, das kenne ich nicht. Also ich mag gerne Hafer- und Mandelmilch, das trinke ich mir auch gerne im Kaffee. Kommt jetzt hier rein. Mm. Ich hoffe, das ist nicht mit Kohlensäure, darf ich das überhaupt schütteln? Ja, ansonsten habt ihr hier gleich wieder Party, ne, ihr kennt das. Normalerweise soll... Take me, drink me, love me, I am your oat. Oat, drink, Vanille. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass es gleich explodiert. Das geht. Okay. Übrigens, Lifehack, den mein Freund mir mal mitgeteilt hat.
Man kann natürlich einen Strohhalm reinstecken, am besten natürlich ein Glasstrohhalm. Oder man dreht diesen Pinöppel, ne? Dann hält er auch der Strohhalm, den kannst du da durchstecken. Das ist mega der Lifehack. Das fand ich auch sehr spektakulär, dass er mir das so sagte. Und jetzt mache ich mir mal diesen Drink hier so rein. Also appetitlich sieht das jetzt nicht unbedingt aus, ne? Schaut jetzt so aus. Oh, das riecht aber angenehm. Also wie so eine schöne Vanillemilch, ne? Ja, kann man machen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Also für meinen Geschmack könnte das definitiv mehr nach Vanille schmecken, ne? Der Hafergeschmack kommt definitiv noch durch. Ich würde es aber tatsächlich trinken. Ich trinke es jetzt ja auch. Also ist ja keine. Also ich trinke es ja gerade. Aber hätte noch ein bisschen süßer sein dürfen, ne? Aber ist definitiv vegan, laktosefrei, ne? Also für Leute, die nicht so diese Laktose-Geschichte vertragen. Es ist auf jeden Fall eine Alternative. Aber wie gesagt, pack gerne ein bisschen mehr Vanille-Aroma, wie auch immer, mit rein. Oh mein Gott, okay, jetzt habe ich hier noch was drin. Sowas finde ich klasse, weil wir haben ja auch den Sodastream bei uns zu Hause, ne? Und machen da unser Wasser auch immer. Und hier haben wir einen Essig. Nein, ich dachte, das wäre kein Essig. Ich dachte, das wäre... Nein, ich dachte, das wäre ein Sirup. Ich mache mir keinen Essig in mein Getränk rein, nein. Das kann man super nehmen für Salat. Okay, Essig mit dem fruchtigen Aroma der Himbeere von Hengstenberg. Ja, guck, ne, dann kommt das in unsere Essigabteilung. Ich dachte erst so von der Optik, ach schön, ne, hast du so einen hochwertigen Sirup oder so, dann gönnt man sich mal. Nee, ist Essig. Okay, ja, den werde ich jetzt nicht probieren, ne. Mildfruchtig, aus Gutem, das Beste seit 1876 läuft. Ja, passt auch wieder zu hier Sommer, Sonne, Sonnenschein. Herrlich soll der Sommer sein. Keine Ahnung. Irgendwie sowas halt. Finde ich aber ganz gut. Ne? Das ist auch praktisch. Definitiv. So, jetzt haben wir... Oh mein Gott, ich muss hier echt wühlen, Leute. Ne? Hier haben wir noch ein Gläschen. Jetzt lese ich es, bevor ich mein Urteil darüber bilde. Ne? Odenwald Apfel Schwarze Johannisbeere mit Honig und Früchten aus unserer Heimat. Ist das... Cool, das passt dann zum Brot, ne? Das ist ein Brotaufstrich, hätte ich jetzt auch gesagt. Apfel, schwarze Johannisbeere mit Honig? Ich habe gerade einen Burger gegessen, Leute, ne? Was soll's? Ich nehme das jetzt aus dem Deckel. Ich bin da ja, ne? Aber ich will schon probieren. Das sieht so aus. Halt ganz normal wie Marmelade. Aber wie schmeckt denn Apfel mit Honig? Und Johannisbeere? Okay, leicht säuerlich. Ja, nach dem Vanille-Drink schmeckt das wirklich leicht säuerlich. Eine wirkliche Süße hast du dabei nicht, ne? Aber das ist sehr interessant. Ich meine, sowieso Apfel als Brotaufstrich finde ich schon mal spektakulär, muss ich gestehen. Das gibt dem Ganzen natürlich noch so eine gewisse mousige Konsistenz, was ich cool finde. Ja, muss ich mal ausprobieren. Ich mag super gerne Apfelmus. Apfelmus esse ich ja zu allem, ne? Zu allem Furz und Feuerstein. Zu Nudeln esse ich das auch ganz gerne. Apfelmus zu Braten ist ein Träumchen, Leute. Zu Pudding, Vanillepudding. Selbstgekochter, frischer Vanillepudding und Apfelmus. Geil. Okay, ja, und das ist, ja, ne? Interessanter Brotaufstrich. Aber relativ, ich mag ja sonst gerne Kirschmarmelade. Aber das muss ich mal einfach ausprobieren, ne? Ja, ist jetzt nicht so, dass ich davon umfalle. Okay, dann habe ich hier jetzt aber das letzte Produkt drin. Und das ist ein Tee. Und zwar ist das dieser Fuse Tea. Den hatte ich jetzt auch schon öfters mal in Beautyboxen mit drin. Einfach so als Goodie mit dabei, so zu Sommerzeiten, als es so super heiß war, was ich echt cool fand. Das ist ohne Zucker und das ist mit schwarzem Tee und Himbeere und Minze. Himbeer- und Minzgeschmack mit gebrühtem Tee. Das ist interessant, ne? Und die schmecken ganz lecker. Also ich mag die ganz gerne. Mein Freund mag die auch ganz gerne. Da hatte ich auch schon verschiedene Sorten, wie gesagt, schon von. Das mache ich jetzt nicht in mein Glas, weil das sieht schon sehr milchig aus, das Ganze hier. Das nehme ich jetzt einfach mal so. Trinkt da so raus, ne? Ich meine, ihr seht ja auch die Farbe. Ja. Riecht sehr angenehm. Schmeckt süß und ganz dezent. Im Abgang hier, da so, kommt die Minze zum Vorschein und macht das Ganze so ein bisschen frischer. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das wirklich kühlt, dass es richtig geil schmeckt. Mhm.
Geil. Schwarzer Tee ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, ne? Weil wir haben es, wie spät? 7:30. Genau, 7:30 abends. Und schwarzer Tee ist ja auch so ein bisschen mit Koffein und so. Und das ist ja aufputschend und, ne? Muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber so für über Tag, definitiv eine gute Geschichte. So, das hier war jetzt der Inhalt von der Box. Und ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die Box mal wieder richtig geil war. Wir haben hier Grundnahrungsmittel wie Brot mit dabei. Wir haben hier aber auch so ein bisschen Süßigkeiten dabei. Wir haben was zu trinken dabei. Alles Mögliche sehr, sehr breit. Wir haben 10 bis 15 Produkte. Wir haben mehr als 15 Produkte, oder? Weiß ich nicht. Es kommt mir irgendwie so viel vor. Und ich fand das sehr, sehr, sehr cool. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wir sind werttechnisch meistens so um die 20 Euro. Und das würde ich jetzt hier auch sagen. Also du bist beim Wert halt immer ein bisschen über dem, was man normalerweise für die Box bezahlt. Deswegen finde ich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auch echt angenehm. Und ja, kann euch das einfach nur empfehlen, euch die Box vielleicht mal anzuschauen, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, mein Gutscheincode gibt euch das Ganze dann für 9,99 € für die erste Box. Oder ihr habt Glück und gewinnt in diesem Video eine Box. Vielen, vielen Dank an das liebe Degusta-Box-Team. Ihr habt dieses Mal echt was Gutes draus gemacht. Gefällt mir. Ich bin gespannt, wann euer erster Teaser zum Adventskalender kommt. Denn Leute, ich bin schon wieder voll im Hype. Wahnsinn. Und ja, das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!